Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ihr seht schon im Titel, heute geht es um das Babyzimmer mal wieder. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg zu Obi, also zum Baumarkt. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch einen Obi gibt. Ich denke schon, der ist ja doch ziemlich doll verbreitet. Genau, denn ich brauche Tapete. Ich habe nämlich Also wir haben ja ein provisorisches Babyzimmer. Ihr habt die letzten Vlogs ja bestimmt gesehen. Ich verlinke sie euch sonst nochmal hier oben. Und dort habe ich damals, weil es damals mein Schlafzimmer war, ein Motorrad an die Wand gemalt. So, dieses Motorrad stört mich dermaßen, dass ich dieses jetzt weghaben möchte. Ich möchte aber nicht, beziehungsweise möchte es meinem Vater auch nicht antun, die komplette Wand neu zu streichen. Weil bis ich dieses Motorrad abgedeckt habe, das ist nämlich fast komplett schwarz, muss ich da bestimmt dreimal streichen. So, dann wollen wir ja auch das Babyzimmer gar nicht so lange benutzen. Ja, weil wir ja bald in das andere Babyzimmer einziehen, oben in unserer Wohnung. Und dafür habe ich auch schon die Farbe gekauft für das Zimmer. Das ist ein richtig schönes Altrosa mit Glitzer drin, richtig mega. Hat mich auch einiges gekostet, die Farbe, aber die Farbe ist wirklich so unglaublich schön. Und ja, deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zu Obi und kaufe Tapete. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwie Tipps habt, aber irgendwie kam nichts so Gutes, was ich mir hätte vorstellen können. Ich habe es jetzt probiert mit einer Art Vorhang und habe Bilder vorgehängt, aber man sieht das Motorrad immer noch und das stört mich total. Ich kann euch das nachher nochmal zeigen, wie das gerade derzeit aussieht. Könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr das eventuell so gelassen hättet oder, weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich zeige euch das nachher nochmal. Und jetzt möchte ich aber Tapete kaufen, möchte aber nicht tapezieren. Und habe mir deswegen im Internet einiges rausgesucht, wie man Tapeten ranbekommt an die Wand. Ohne zu tapezieren mit Kleister. Weil ich möchte eben keinen Dreck machen und das Motorrad soll im Nachhinein immer noch da sein. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich aus diesem Zimmer wieder ausziehe, beziehungsweise meine Tochter, wenn wir oben in die Wohnung einziehen, dann wird das Zimmer ja weiter benutzt von meinen Eltern, beziehungsweise einfach, es wird ja einen Nutzen haben, dieses Zimmer. Und dieses Motorrad war eine sehr, sehr große Arbeit und es hat mir sehr, sehr viel Nerven gekostet, dass ich nicht möchte, dass es einfach so übergestrichen wird. Und das muss es auch nicht und so und es kann auch da bleiben. Aber jetzt stört es mich einfach. Aber ich möchte eben nicht tapezieren oder streichen oder sonstiges und habe mir deswegen überlegt, dass ich selbst klebende Tapete kaufe. Das ist einfach so intelligent, habe ich mir gedacht. Habe gegoogelt, aber im Internet sind die Dinger so teuer, wenn man irgendwas haben will. Und dementsprechend gehe ich jetzt zu Obi oder fahre jetzt zu Obi und schaue mal, ob die irgendwas für mich haben. Vielleicht haben sie ja was, was man, wo ich das irgendwie nutzen kann, wie ich das Motorrad einfach abgedeckt bekomme. Genau. Und da nehme ich jetzt euch jetzt mit, einmal zu Obi. Dann müssen wir noch einkaufen. Ich habe hier so einen blöden Trecker übrigens vor mir, falls ihr denkt, ich fahre viel zu langsam. Dann müssen wir noch ganz normal einkaufen bei Aldi, weil ich noch einige Sachen brauche. Also kein Wocheneinkauf oder so, sondern einfach so ein Maggie braucht was, weil Schwangerschaftsgelüste und so. So ein Einkauf ist das. Und den erledige ich dann auch gleich noch. Und dann fahre ich wieder nach Hause, ganz, ganz schnell zum Hund. Der ist zwar nicht alleine, also meine Schwester ist da, aber trotzdem ganz, ganz schnell wieder zum Hund. Und dann wollte ich euch nachher noch ein Paket zeigen, was angekommen ist. So, und jetzt seht ihr schon, leuchtet hier alles orange. Wir sind nämlich schon da, wir sind schon bei Obi. Und werden wir jetzt einfach hier mal einen Parkplatz suchen. Ganz einfach und hier parke ich irgendwie immer. Ich parke hier irgendwie immer, Leute. Naja, so, ich muss auch ganz schnell die Kamera ausmachen, weil der Akku ist gleich leer, sehe ich gerade. Gestern so viel gedreht für euch, dass der Akku jetzt fast leer ist. So, aber ich werde schnell reindüsen mit euch. Gucken, ob wir das Passende finden oder beziehungsweise das finden, was wir haben wollen. Und dann sehen wir mal weiter.
meine Lieben. Ich bin wieder da. Ich habe eine Tabelle gefunden. Die Entscheidung war mehr als schwer. Es gab eine graue mit Sternen, eine rosane mit Altrosa, mit Rose Gold Glitzer und dann gab es noch die, die ich jetzt gekauft habe. Also die Entscheidung war wirklich, wirklich schwer. Aber ja, warum ich jetzt die gekauft habe, die ich gekauft habe, liegt da hinten, ist einfach, weil die im Angebot war für die Hälfte. Und im Endeffekt brauchen wir sie nicht lange und da habe ich echt keine Lust gehabt, 20 Euro auszugeben und dementsprechend gab es die. Ich zeige euch die nachher und jetzt ja, geht's weiter. So, bei Aldi angekommen, in der ersten Reihe natürlich. Noch einen Parkplatz bekommen, das freut mich sehr. So, und dann, ja, Tasche und Einkaufswagen holen und dann schauen wir mal, was wir alles mitnehmen. So, meine Lieben, alle Einkäufe sind erledigt. Ich war jetzt noch bei Famila. Da stehe ich jetzt gerade auch noch. Tüte ist proppevoll. Und ja, jetzt werde ich erstmal nach Hause fahren. Ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen wollte. Und freue mich jetzt, wenn wir das Babyzimmer weitermachen können. So, meine Lieben, ich bin zu Hause im Babyzimmer, wie ihr seht. Alles schön rosa hier. Und ja, ich wollte euch jetzt kurz einmal zeigen, was das für eine Tapete geworden ist. Und zwar diese hier. Seht ihr nachher an der Wand, glaube ich, besser, aber das ist so ein, ja, so ein Altrosa und hat so kleine, ja, sieht ein bisschen aus, als wäre es ein Stück Stoff. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Genau, und das werde ich jetzt hier an diese Wand bringen. Ihr seht hier das Motorrad und ich habe das hier eben versucht mit diesem Vorhang und der Wimpelkette und Bildern. Nur so sieht es eben aus, aber wie ihr seht, man sieht einfach noch das Motorrad. Und jetzt dachte ich mir einfach, dass ich hier eben diese Tapete lang mache, damit man dieses Motorrad einfach nicht mehr sieht. Und dann kommen die Bilder und die Wimpelkette einfach wieder ran. Und dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Ich werde das mal machen. Ich habe hier so ein bisschen freigeräumt, muss das jetzt noch wegräumen. Und dann können wir loslegen. Aber vorher wollte ich euch ja noch das Paket zeigen, was ich vorhin erwähnt habe. Und zwar ist das von Einmalige Lieblingsstücke. Das ist ein richtig, richtig toller Shop und total süß. Und da haben wir einiges bestellt, meine Lieben. Und einmal ist es hier so eine Bettschlange, wie ihr seht. Hier ist auch nochmal das Logo drauf. Und die ist hier in so Waffelpiqué, dann mit so Sternchen. Und hier oben ist einfach so der Name eingraviert. Ich finde die so mega schön. Die sieht so toll aus. Und ich finde, die Farben passen einfach so gut. Und was ich auch toll finde, sie ist nicht so groß. Das ist wirklich echt mega, mega schön. Und dann haben wir das hier noch alles. Kann ich euch auch mal alles zeigen. Zum einen ist es hier so ein Set. Wo ist denn die Hose? Genau hier. Das ist einmal so eine Hose, es sind 50, 56, richtig mini. Eine Pumphose mit so, ja, so kleinen Vöglein drauf in Rose Gold. Dann mit einer passenden Mütze und auch mit einem passenden Halstuch. Hier überall natürlich wieder das Logo. Mega süß, das ist das erste Set. Dann haben wir noch eine Hose. Das ist diese hier, die ist auch mega süß, auch in 50, 56 mit den Häschen. Hier auch wieder das Logo drauf, richtig süß. Dann haben wir so eine Mütze, die ist auch unglaublich putzig. Ganz, ganz mini, aber total schön für den Frühling. Dann haben wir, achso, zu der Hose gehört noch das passende Halstuch. Genau. Und dann haben wir noch ein Halstuch aus Musselin und da ist auch der Name der Maus drin. Seht ihr, genau. Und hier haben wir auch ein richtig schönes Logo drauf. Mega süß. Und hier eben der Name. Dann haben wir noch ein Halstuch. Das ist hier auf der einen Seite mit so Blümchen und auf der anderen Seite so ganz, ganz kuschelig weich. Auch mega schön. Und dann haben wir noch so eine Windeltasche oder eben so eine kleine Kulturtasche. Hier auch wieder das oder ein Logo von denen drauf, hier unten in so Kunstleder, in Senfgelb, mega schön. Dann mit den Vögeln, das passt richtig, richtig gut. Die ist auch schön groß, da kann man einiges verstauen. Und dann haben wir noch so ein Pucktuch. Das ist ja wie so eine große Decke. Einfach nur zum Pucken dann am Ende. Auch mega cool.
Und hier haben wir auch wieder ein Logo. Und dann damit kann man die kleine Maus dann eben pucken. Man kann es aber auch als ganz normale Decke nehmen, weil das ist sehr, sehr dick. So richtig schön. Ja, so eine kleine Frühlingsdecke oder eben zum Pucken. Auch mega, mega schön. Und das wollte ich euch jetzt kurz einfach nochmal zeigen. Und dann verlinke ich euch das auch nochmal in der Infobox, damit ihr da auch nochmal vorbeischauen könnt. Aber genau, so sieht das Ganze aus. Und so heißen die auch auf Instagram. So, jetzt geht's aber hier ran. Jetzt müssen wir hier noch das einmal irgendwie alles wegräumen, damit ich hier gleich genug Platz habe, um das zu machen. Unser Gipsabdruck von der Babyparty. Ganz vorsichtig. Genau. Und unsere Erinnerungskiste von der Babyparty. Oh Gott, da ist noch was drin, wusste ich gar nicht. So. So, die Wand ist frei und wir können loslegen. Das ist übrigens das Motorrad, was ich meine. Ja, ich würde sagen, ich fange mal an. Mein Lieben, kleiner Zwischenstand, bevor die Kamera gleich ausgeht. Das Licht ist echt miserabel, weil wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang hier vor der Türe. Und ja, dementsprechend ist das Licht hier. Aber ich denke, ihr versteht das. Bis jetzt sieht es so aus. Man sieht das Motorrad leider immer noch durch. Seht ihr das? Total ärgerlich. Aber ich mache jetzt nochmal die letzte Bahn und dann zeige ich es euch mal. So, ich bin fertig, fast fertig. Mir ist leider Material ausgegangen, aber ich finde es richtig, richtig schön. Auch wenn man das Motorrad so ein bisschen sieht, es ist überhaupt gar nicht schlimm. Und dafür, dass ich es absolut nicht kann, also ich bin echt begeistert. Die Bilder hängen auch. Erstes, dann sah sie so aus und dann sieht sie so aus. Ja, da kommen natürlich noch Fotos rein von ihr, wenn sie denn groß genug ist. So, Wimpelkette ist auch dran und ich bin echt richtig, richtig, richtig begeistert. Es sieht so schön aus. Das hätte ich niemals gedacht. So, jetzt räume ich noch schnell jetzt den Müll hier weg. Und dann muss ich alles wieder ordentlich hinstellen. Das alles noch wegräumen. Das hier kann auch in den Müll. Das kommt auch alles in den Müll. Das hier ist auch alles Müll. So. So, und dann habe ich es für heute geschafft. Der Windeleimer muss hier noch hin. Zack. Muss unbedingt das da sauber machen.
weil ich darauf getreten bin. Das zieht so doll Dreck an. Unglaublich. Ja, dann muss noch unsere Kiste wieder hier hin. Einmal das wegräumen. Die Farbe passt ja perfekt. Beziehungsweise findet der ja irgendwann noch einen anderen Platz, aber im Moment finde ich, steht er da ganz gut. Und das sieht da ganz gut aus, so. Sehr schön. Mir gefällt das total gut. Ich bin echt begeistert. Hier oben muss ich noch den Elefant ordentlich hinsetzen wieder. Der ist ja umgekippt. So, genau. Dann noch hier unser Püppchen, unser Hase, der hier auch immer sitzt. So. Genau. Und dann muss ich das jetzt alles nur noch wegräumen. Mal schauen, wo ich das alles lagere. Und das muss noch bei mir ins Auto, beziehungsweise die hier kommt bei Felix ins Auto, die Windeltasche, die kommt zu mir ins Auto, weil, ja, falls wir mal die Wickeltasche vergessen haben, wir jeweils so kleine Wickeltaschen dabei. Und das hier muss, wie gesagt, alles einmal noch gewaschen werden. Kann ich ja einmal eigentlich alles so direkt in die Wäsche schmeißen. Diese süße Rassel hier, die ist doch so mega cute, oder? Ich verlinke euch auch mal in der Infobox. Die wollte ich jetzt auch noch schnell wegräumen. Die lag hier auch noch rum. Ich finde die so goldig. Die passt perfekt zu unserer Spieluhr. Die sieht nämlich genauso aus. So, einmal die Wäsche. So, meine Lieben. Ich liege im Bett, beziehungsweise, ja, es wird Zeit, schlafen zu gehen. Ich habe drüben noch aufgeräumt, den ganzen Müll weg und alles paletti gemacht. Werde jetzt morgen nochmal saugen und dann, ja, habe ich es geschafft drüben im Babyzimmer. Ich werde mich jetzt ins Bett legen und schnell was trinken. Ich habe schon wieder so Durst. Und dann war es auch für heute von diesem Video. Und dann gibt es bald die, glaube ich, lang ersehnte Roomtour vom Babyzimmer. Ich hoffe ja, dass ich die ganzen Videos noch hochgeladen bekomme, bevor die Maus da ist. Aber ich habe im Moment so viele Videos. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Naja. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben zum Babyzimmer, was ihr so gesehen habt. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!